Zu wissen, woher das Pfund Hackepeter oder der Liter Milch kommt, spielt für immer mehr Sachsen eine Rolle. Und das ist gut so. Auch im Sinne einer gesunden Ernährung ist es wichtig zu wissen, wie unsere Lebensmittel erzeugt werden. Eine wichtige Stütze hierbei sind unter anderem im dörflichen Bereich auch Hausschlachtungen. Leider schwindet diese wichtige Tradition in dörflichen Gemeinschaften zusehends. Leider wurden auch Versuche, diese dörfliche Kultur wiederzubeleben, in diesem Hause abgelehnt. Ich nenne da beispielsweise die Absenkung der Fleischbeschaugebühren oder Erleichterungen bei der Genehmigung der Weideschlachtung. Unseren Bauern werden doch immer mehr Werkzeuge zu einer regionalen und auskömmlichen Versorgung der Bevölkerung genommen. Nach der irrsinnigen Abschaltung moderner Kern- und Kohlekraftwerke suchen nun die Kartellparteien nach anderen Energiequellen. Ja, mit riesigen Windrädern und Freiflächen, Solaranlagen, bis zu 500 Hektar groß, wie wird unsere Landschaft zunehmend verschandelt. Natur und Lebensräume werden vernichtet. Wertvolles Ackerland wird für Generationen unbrauchbar und der Anbau von Nahrungsmitteln dort nicht mehr möglich sein. Zunehmend beschneidet man die Landwirte im Anbau und damit bei der Erzeugung von Obst, Gemüse, Zuckerrüben, Raps oder Getreide und vielen anderen Kulturen. Und das alles aus rein ideologischen Gründen. Aus diesen Gründen wird der notwendige Einsatz von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln drastisch eingeschränkt, was zu Qualitätsminderungen und zu kleineren Erntemengen führt. Wenn wir in Zukunft über Lebensmittel aus Sachsen reden wollen, muss der Zugang zu modernen Betriebsmitteln und Technologien möglich sein. Sachsen hat aber auch bei Verarbeitungskapazitäten strukturelle Probleme. Und das seit langem, werte CDU. So werden Rinder im thüringischen Altenburg und Schweine vor allem im sachsen-anhaltinischen Weißenfels geschlachtet. Darüber hinaus müssen momentan sächsische Schweinehalter aus ASP-Gebieten ihre Tiere, sofern sie überhaupt abgenommen werden, nach Schleswig-Holstein verbringen, da dort der nächstgelegene Schlachthof für diese Tiere ist. Das alles führt nicht nur zu erhöhten Transportkosten, sondern auch zu längeren Transportzeiten, welche doch für ein breit gefordertes, besseres Tierwohl eher reduziert werden sollten, meine Damen und Herren. Herr Minister, vor diesem Hintergrund ist die schnellstmögliche Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes für eine bedarfsgerechte Schlachtkapazität in Sachsen dringend geboten. Das sind Sie, Sachsens Bauern und Verbrauchern, schuldig. Ja, gut. Jedoch fehlt der Wille, fehlt der Glauben am Willen der Staatsregierung für diese Umsetzung. Durch ASP und Corona-Maßnahmen sind die Erzeugerpreise seit Monaten im Keller. Die Talfahrt setzt sich fort. Rasant steigende Kosten treiben die Betriebe in den Ruin. Immer neue Haltungsvorschriften, die nicht zu finanzieren sind, lassen keinerlei Planungsspielräume zu. Auch wenn temporäre Ausstiegsprämien Härtefälle etwas ausgleichen können, kann es doch nicht die Dauerlösung sein. Der Verdacht liegt nahe, dass versucht wird, die Schweinehaltung auf Dauer herunterzufahren. Deutschland wird dann, Sachsen ist es bereits, zum Importland für Schweinefleisch. Sie haben vielleicht schon mal Berichte über sogenannte Schweinehochhäuser in China gesehen. Vielleicht kriegen wir dann bald von dort die Koteletts geliefert. Ja, Deutschland wird zum Importland für Schweinefleisch. Man könnte meinen, dass nach dem Atom- und Kohleausstieg nun der Schweineausstieg die nächste Baustelle der Grünen ist. Meine Damen und Herren, ja. Bitte? Ja. Wir als AfD-Fraktion wollen hier mit unserem eigenen Antrag entgegenwirken und unsere heimischen Schweinehalter mit mehreren Maßnahmen unterstützen, damit aus der dramatischen Selbstversorgungsgrad in Sachsen durch vermehrte Betriebsausgaben nicht noch ein katastrophaler Dauerzustand wird.
Freilich gibt es die auch. Die Redezeit ist abgelaufen. Ja, danke. Dann komme ich gleich nochmal zur Aussage von Herrn Tschocke. Sie sagten, unser Antrag wäre hier angenommen worden zur Reduzierung der Fleischbeschaukosten zur Unterstützung der heimischen Tierhalter, der Direktvermarkter, zur Regelung, zur Förderung des sogenannten Weideschlachtung des Weideschusses und auch zur Reduzierung der Tiertransporte. Unser Antrag ist abgelehnt worden von Ihnen, das wissen Sie ganz genau. Der Antrag, der hier durchs Plenum ging, das war der Antrag der Koalition. Das war an für sich nur ein reiner Berichtsantrag. Fragen, Berichte, da hätten Sie auch ein paar kleine Anfragen richten können an Herrn Günther oder ihn mal in der Pause fragen können. Aber dieser Antrag führt wie immer ins Nichts. Ohne klare Forderungen, ohne eine klare Forderung für unsere Landwirte, für die Direktvermarkter. Ja, Ihr Anwurf weiter, nochmal zu den Flächenfraß. Ich sagte es ja schon, Sie reden über Probleme mit Versiegelung, Flächenfraß. Ja, Frau Springer sprach an, 65 Hektar hatte ich gehört, Photovoltaikanlagen. Da kann ich Sie leider korrigieren, Frau Springer. Bei mir in der Gemeinde entsteht eine PV-Anlage mit 500 Hektar. Ähnliches ist in Nordsachsen geplant. Bautzner Raum, Meißner Raum, hier gehen tausende Hektar wertvollen Ackerlandes vor die Hunde. Und das ist nicht bloß auf Initiative Ihres grünen Koalitionspartners, Frau Springer. Da haben auch Sie eine Akte dran. Das muss man hier deutlich mal sagen. Und weiter geht's mit der Versparkelung. Wenn ich morgens die A14 hochfahre und sehe, dort im Bereich Döbeln, wo riesige Fundamente ausgehoben werden, tausende Kubikmeter Boden werden dort bewegt, 2.000-3.000 Kubikmeter Stahlbeton werden dort in die Erde eingelassen. Diese Flächen sind für ewige Zeit verloren. Das ist Versiegelung. Ja, und wenn ich dann noch höre, ja, es ging hier um den Cannabisanbau in Richtung der Sozialdemokraten, ja. Also ich finde das schon ein bisschen banal, muss ich so sagen, dass Sie hier über eine Legalisierung von Hanfanbau reden, Cannabis, und sich hier ein bisschen lustig machen, sage ich, über die prekäre Situation der Landwirte, als ob die paar Quadratmeter Anbaufläche irgendetwas bewegen könnten. Sollte man mal ein bisschen ernst bleiben. Ja, das große Zauberwort, gemeinsames Markenzeichen. Obst, Gemüse, Getreide aus Sachsen, Fleisch aus Sachsen, alles wunderschön. Regionalität, wunderschön. Ich sage Ihnen aber mal ganz ehrlich, nach 33 Jahren Erfahrung in der Branche kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich hören, obwohl wir das auch im Parteiprogramm drin haben, aber ich kann es nicht mehr hören. Ich sage Ihnen warum. Wir saßen schon vor 30 Jahren hier zu Potte, Landwirte, Gartenbaubetriebe mit dem Sächsischen Gartenbauverband, mit regionalen Vermarktung, der Großmarkt Radebeul, kann ich mich daran erinnern, wird immer von der Regierung auch begleitet. Ein Wille war ja da, ne, das kann man ja schon sagen, aber es ist nicht zum Ziele gekommen, es ist eigentlich nichts rausgekommen. Das hängt natürlich dran an der großen, an der Struktur, wie wir es in Deutschland haben. Herr Tschocke sprach das an. Ja, wir haben eben die Situation, dass wir in Deutschland, in Europa 3, 4, 5 Lebensmittelhändler haben, die eben den Markt, das Geschäft beherrschen. Und das eben seit 40, 45 Jahren. Das sind eben diese Strukturen, wo Kartellbehörden in der BRD total versagt haben. Die haben Outlets, Geschäfte, 4.000, 5.000 Stück. Deutschland, nein, europaweit werden Preise bestimmt. Ne? Sie können nach Frankreich runterfahren und da kriegen Sie die Lidl-Milch. Ne? Und Regionalität ist dort nicht mehr viel übrig geblieben. Warum ist das so? Das kann man sich natürlich fragen. Das müssen sich die Regierungsparteien fragen, die das alles verbockt haben oder zugelassen haben. Auf der anderen Seite können sich zwei Landwirte eigentlich nicht mal über den Getreidepreis unterhalten, weil sie dort gegen das Kartellrecht verstoßen. Das muss man sich mal überlegen. Hier und da gibt es natürlich Erzeugergenossenschaften, Gemeinschaften, wo man Produktion bündeln kann. Es gibt auch sehr erfolgreiche, aber wir haben davon viel zu wenige. Und das Dilemma in Sachsen halt mit der Schlachtung ist, der Schlachthof in Radeberg war das, glaube ich, hier in der Nähe. Ja, der wird ja heute ausgepriesen als
Es ist ja jetzt die neue Hanfanbauzentrum irgendwie in Sachsen. Das ist ja ganz wichtig, vor allen Dingen, ne, dass unsere Kinder dann auch künftig dort rangeführt würden. Die Redezeit, Herr Kollege. Dort haben wir eine schöne Entwicklung, was die Regionalstrukturentwicklung hier in Sachsen angeht. Ja, Herr Czocke, mit dieser Debatte haben Sie sich eigentlich wieder mal völlig entzaubert. Und das hat Ihrer Glaubwürdigkeit nicht geholfen. Wachen Sie endlich auf aus Ihren grünen Tagträumen. Werden Sie mal realistisch und befassen Sie sich mal mit den Problemen unserer sächsischen Landwirtschaft und auch der Verbraucher. Ja, ich komme aber noch mal gleich zu unserem Minister. Herr Günther, was haben Sie eigentlich die letzten 2 Jahre gemacht? Was haben Sie gemacht für unsere Landwirtschaft, für die Verbraucher? Sie machen Imagekampagnen mit viel Steuergeld für Windkraftanlagen, für Ihre grünen Tagträume. Wie die Resonanz aussieht, das sehen wir doch laufen bei den Protesten vor der Staatskanzlei oder vor Ihrem Hause. Ja? Der Frust der Bauern ist so groß, das gab es hier in Sachsen noch nie. Sie sind der schlechteste Landwirtschaftsminister, die dieser Freistaat je gehabt hat. Wie oft waren die Bauern bei Herrn Kretschmer? Leider ist er nicht hier. Wie oft haben die Bauern bei Herrn Kretschmer ihre Entlassung gefordert? Vielleicht kommen Sie den Schritt zuvor und machen selbst diesen Schritt. Danke. Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen. Ökologische Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft. Es geht nicht darum, hier irgendetwas gegeneinander auszuspielen. Ökologische Landwirtschaft hat seine Berechtigung. Ich kenne sehr viele Biolandwirte, die das mit Begeisterung, mit Berufung seit Jahrzehnten machen. Hut ab vor diesen Landwirten, weil die Produktion ist wirklich sehr schwierig. Aber man kann mit Bio eben nicht die Welt ernähren. Nicht Deutschland und nicht Sachsen, so realistisch müssen wir sein. Wir leben in Deutschland, in Mitteleuropa. Gott sei Dank haben wir hier gute klimatische Bedingungen. Wir haben mit den besten Ackerböden dieser Erde. Das Bevölkerungswachstum geht nach oben, es steigt. Und es ist folgerichtig, dass Europa und dass auch Deutschland, Sachsen Nahrungsmittel exportiert. Das sollte nicht verboten sein. Warum nicht, wenn man dort eine Wertschöpfung erzielen kann? Ja, konventionelle Lebensmittel sind mindestens genauso gesund wie ökologische Lebensmittel. Wenn Sie sich mal die Rückstandskontrollen angucken, die Monitoringe auf Pflanzenschutzrückstände, dann finden Sie in der Regel im Tausendstel Gramm-Bereich NN steht dort, nicht nachweisbar. Diese Pflanzenschutzmittel, die sind über Jahrzehnte geprüft. Die Forschung, die Entwicklung eines Wirkstoffes kostet heute über 1 Milliarde Euro. Dort forschen die 10, 12 Jahre dran. Wie lange wurde denn am Vakzinen geforscht? In 3 Monaten hat man dort was in der Ampulle geschustert und hat mit einer Notfallzulassung Milliarden Menschen gespritzt. Das muss man auch mal sagen. Und ich sehe ja in Richtung Linke Grüne bei den Montagsspaziergängen viele Leute, die eigentlich aus ihrem Wählerpotenzial kommen, ne? Die sich aber lange von ihnen abgewandt haben, auch wegen solchen Sachen. Der Zusammenhang, das sage ich Ihnen noch, wenn Sie so auf die Preise gucken, ne, für Lebensmittel, Regulierung, das kommt ja ein bisschen aus Ihnen Hause, das sage ich Ihnen, Mindestpreise, staatlich regulierte Preise sind abzulehnen. Das haben wir in zwei Diktaturen erlebt, wo staatlich regulierte Preise hinführen. Frau Merzschig, wir haben es erlebt. Ja. Ja, genau so ist es. Es hat andere Ursachen. Man muss den, das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären, Sie müssen den Bauern den Zugang zu modernen Produktionsmitteln geben und sie nicht laufend da drin beschneiden und strangulieren und mit bürokratischen... Bitte? Dann sagen Sie, fragen Sie keine, doch mal die Bauern. Ne? Keine Dialoge, wir haben hier die Möglichkeit einer Zwischenfrage beziehungsweise anderes. Sind Sie jetzt am Ende Ihres... Ich wollte noch einen halben Satz sagen zu dem Anwurf von der Frau Merzschig. Warum haben die Landwirte so teure Traktoren stehen? Weil eben heute keiner mehr mit dem Spaten das Feld umgräbt. Auch in der Landwirtschaft gab es einen technischen Fortschritt. Und die Technik ist eben so teuer, weil wir ein Industrieland leben in Deutschland. So. Völlig normal, völlig gesund, dass man Betriebe auch ordentlich finanziert. So, kein...
Zeit ist rum. Ja. Nee, noch nicht. Sie haben noch eine Minute, 27 Sekunden. Die Preise sind unter Druck. Es sind ja nicht bloß die Erzeugerpreise, was die Landwirte kriegen. Es ist ja auch die Kostenspirale. Und da fangen wir doch wieder an bei der Energie. CO2-Ergabe, was bezahlt ein Landwirt für einen Liter Diesel? Und das bisschen, was Sie hier Mineralölsteuerrückerstattung kriegen, das können Sie doch vergessen. Gut. Was? Herr Donner. Es gab schon immer Wetterkapriolen. Na? Ja. Ja. Ich kenne das, ja. Ne? Es gibt Jahre, da regnet es etwas mehr und etwas weniger. Und deswegen hat man einen Ausgleich in der Landwirtschaft. Aber das verstehen Sie nicht. Das wollen Sie nicht verstehen. Ja, nochmal, wir brauchen für unsere Landwirte vernünftige Produktionsmethoden. Und diese ewige Besteuerung, das ist bei der Landwirtschaft so, bei der Industrie, beim Handwerk, das führt die deutsche Wirtschaft nachhaltig in den Ruin. Das sage ich Ihnen.